verweigert. Wer hätte das vor einigen Jahren noch für möglich gehalten? Für die Wähler ab 16 hatten wir eine Zusatzkampagne gestartet, Blau statt Bunt. Dieser Hashtag war auf Instagram eine der meist genutzten. Und in Eigenregie haben unsere Kandidaten mit Videos auch viele junge Wähler angesprochen. Wir sind immer am Nerv der Zeit und genau das zeichnet uns auch aus. Wir sind die Nummer 1 im Osten. Vor den Landtagswahlen stehen wir in allen drei Ostverbänden, in denen gewählt wird, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, auf Platz 1. Und wir wollen diese Wahlen gewinnen und wir wollen diesen Platz ausbauen und halten, liebe Freunde. Ja, und auch nach Riesa ging der Weg stetig weiter nach oben. Im Mai 2022 vor Riesa kamen wir bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nur knapp über die 5%-Hürde. Das passiert, wenn ein Bundesvorstand eben nicht an einem Strang zieht, wenn der Streit im Bund auch auf die Länder abfärbt. Bei der ersten Landtagswahl nach Riesa in Niedersachsen im Oktober 2022 dann klar zweistimmig. Energieversorgung und Preissteigerung waren dort die wahlentscheidenden Themen. Mit klarer Gegnerschaft zur Habeck-Wirtschaftskrieg und zur grünen Energiewende konnten wir unser Wahlergebnis dort fast verdoppeln. Und dabei galt Niedersachsen noch kurz zuvor auch für uns im Bundesvorstand häufig als Problemkind. Gerade das Beispiel in Niedersachsen hat aber gezeigt, was wir erreichen können, wenn Bundesvorstände und Landesvorstände gut kooperieren. Wenn Bundessprecher und Landessprecher einen guten und auch direkten Draht haben, dann wird nämlich aus einem vermeintlichen Problemkind schnell ein Wunderkind. Und dafür möchte ich mich gerade bei den vielen Niedersachsen, die hier heute sind, bedanken, auch bei Ansgar Schlette. Gemeinsam, liebe Freunde, sind wir stark. Im Februar 23 dann die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Zweitgrößter Zuwachs an Abgeordneten von allen Parteien auch dort. Trotz schwieriger Mobilisierung, großer Zuspruch, vor allem auch dort schon bei Arbeitern und Angestellten. Auch da möchte ich mich bei den vielen fleißigen Helfern in Berlin bedanken. Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen haben wir leider die Bürger in Wut die 10 Sitze eingeheimst, die uns eigentlich zugestanden hätten. Zwei Listen wurden eingereicht. Auch das wurde intern aufgearbeitet und auch hier müssen wir klar sagen, auch aus diesen Fehlern müssen wir und wollen wir lernen. Das darf nie wieder passieren, liebe Freunde. Am 8. Oktober 2023 haben wir bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen dann endgültig bewiesen, wir sind stärker zurück als je zuvor. 14,7% in Bayern, ein Zugewinn von 44%-Punkten konnten wir vor allem mit den Themen Sicherheit, Migration, Kernthemen auch unserer Bundespolitik. Die Diffamierung unserer Partei durch unsere Konkurrenz und instrumentalisierten Behörden konnte die Wähler immer weniger einschüchtern. Wir werden uns auch da weiter wehren, liebe Freunde. Der Bundesvorstand kämpft vor Gericht für das Recht der Partei. In seinem Urteil vom 13. Mai hat das Oberverwaltungsgericht Münster die Vorwürfe des Bundesveramts für Verfassungsschutz für unzureichend erklärt. Jetzt warten wir auf die Urteilsbegründung und beraten dann auch über das weitere Vorgehen. Am 10. Oktober haben wir beim Bundesverfassungsgericht Organklage gegen das Stiftungsfinanzierungsgesetz eingereicht. Unser Ziel, sowohl die Partei als auch die Stiftung müssen gleich behandelt werden, wie andere Parteien und Stiftungen auch. Das gehört uns und vor allen Dingen, das steht uns als demokratische Partei auch zu, liebe Freunde. Und auch dort möchte ich mich vor allem bei Roman Reusch und an unsere Rechtsvertretung ganz herzlich bedanken, die wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben. Und das sind alles Dinge, die kaum jemand sieht, die wirklich im Hintergrund geschehen. Also auch da vielen Dank für diese wunderbar geleistete Arbeit. Bei der Landtagswahl in Hessen boten wir sogar 18,4%, unser bislang stärkstes Ergebnis im Westen. Ganze 28 Abgeordnete zogen in den Hessischen Landtag ein und damit sind wir zweitstärkste Fraktion auch dort geworden. Auch dieser Wahlerfolg in Hessen ist das Ergebnis einer guten und engen Zusammenarbeit von Landessprechern und auch Bundesvorstand. Und ich möchte der Doppelspitze aus Hessen für das gewachsene Vertrauen und Vertrauensverhältnis auch hier danken. Danke, lieber Robert Lambeau, und auch danke, lieber Andreas Lichert, dafür. Wahlentscheidend waren in Hessen der Niedergang unserer Wirtschaft und auch dort die hohen Energiepreise. Unser Stimmenanteil
bei Arbeitern lag dort bei 40%. Wir sind die Partei der Wertschöpfenden, liebe Freunde. Wir sind die Partei des Mittelstands und der Handwerker. Und dafür stehe ich auch als Person. Und das werden wir auch in Zukunft so fortsetzen. Die thematische Verzahnung unserer Politik im Bundestag und Landtag funktioniert auch hier immer besser. Dafür sorgen interfraktionelle Treffen und auch zahlreiche Austauschformate. Natürlich gibt die Bundespolitik auch hier den Trend vor. Aber wie die Landtagsfraktionen unsere Impulse aufnehmen und uns Impulse senden, das ist wirklich vorbildlich. Es muss natürlich weiter ausgebaut werden, das wollen wir machen, damit wir auch kampagnentauglicher in Lund, Land und Bund sind, dass wir verzahnt sind. Das hat sich die letzten Jahre aufgebaut mit der Bundestagsfraktion in die Landtagsfraktion hinein und das soll auch weiter ausgebaut werden mit dem neuen Bundesvorstand. Bundesweit haben wir uns als Partei positioniert, die Teuerung zu bekämpfen und den sozialen Frieden auch wiederherstellen will. Den alten Richtungsstreit, sozial oder freiheitlich, haben wir gemeinsam befriedet und auch fruchtbar gemacht für die Programmdebatte. Und das ist nämlich auch insgesamt kein Widerspruch, wie es ja in der vergangenen Zeit immer wieder auch thematisiert wird. Wir sind die freiheitlich-soziale Alternative für Deutschland, liebe Freunde. Und es wäre auch falsch, wenn man jetzt Innenpolitik gegen Außenpolitik ausspielen würde. Beides ist nämlich überhaupt nicht voneinander zu trennen. Die Grünen haben doch für Teuerung und auch Deindustrialisierung gesorgt, indem sie sich in den Ukraine-Krieg einmischen. Und deswegen haben wir uns einhellig auch als Friedenspartei positioniert, weil Sanktionen und Wirtschaftskrieg unseren Bürgern hier in Deutschland schaden, weil freier und friedlicher Handel mit aller Welt unserem Land nützt. Und das wollen wir ausbauen für die Interessen Deutschlands, für die Interessen in unserer Wirtschaft, für unseren Mittelstand, für unser Handwerk, liebe Freunde. Denn günstige Energie, weniger Bürokratie, die Entlastung des Faktors Arbeit, all das kommt beiden Seiten zugute. Arbeitern und vor allen Dingen auch Unternehmen. Wir spalten nicht, wir spielen nicht die einen gegen die anderen aus. Wir senden Deutschen mit Migrationsgeschichte auch ein klares Signal. Das will ich ja auch deutlich sagen. Ihr gehört zu uns, engagiert euch bei uns, mit uns in Deutschland. Dazu hatten wir auch eine Kampagne. Wir stehen für Sammlung und Einheit statt für Spaltung und Spannung, liebe Freunde. Wir sehen es, was die anderen Parteien auf die Füße stellen, gegen welche Interessen sie Politik machen. Die Grünen machen Politik für ihre grünen Lobbyinteressen. Agora Energiewende und amerikanische Investoren profitieren vom Heizungsverbot und auch vom Wärmepumpenzwang. Und auch die CDU von Friedrich Merz gibt unser fruchtbares Land für Heuschrecken zum Fraß frei. BlackRock kauft sich in deutsche Unternehmen ein und zwingt ihnen eine Gender- und Klimaideologie auf. BlackRock will deutsches Steuergeld für den Wiederaufbau der Ukraine, während deutsche Unternehmen wegen hoher Energiekosten aufgeben müssen. Schluss mit diesem Ausverkauf unserer Industrie, liebe Freunde. Wir sind die Partei des sicheren Wohlstands. Und eines ist mir auch besonders wichtig, wenn man nämlich die Alternative für Deutschland mit einem Baum vergleicht, dann ist nicht nur die Krone stabiler geworden, die ja zum Anfang relativ zeitig da war, als wir in Landtage und auch in den Bundestag eingezogen sind, auch die Wurzeln sind tiefer und fester als je zuvor. Und ich spreche gerade hier von unserer kommunalpolitischen Verwurzelung. Die Kommunen, die Städte und Kreise und auch die Gemeinden sind die Orte, wo Politik buchstäblich auch gemacht wird, wo sie hergestellt wird. Und dort haben wir uns in der Tat in den letzten Jahren sehr lange schwer getan. Aber auch dort haben wir mittlerweile riesige Erfolge vorzuweisen. Mit Robert Sesselmann haben wir die Bürger in Sonneberg in Thüringen klar gezeigt, vor einem Jahr den ersten Kandidaten zum Landrat gewählt. Und seine Arbeit ist so erfolgreich, dass wir in Sonneberg kürzlich bei der Kommunalwahl von 24% auf 35% der Stimmen hochgeschossen sind. Lieber Robert, vielen Dank für deine gute Arbeit. Du hast damit auch unsere Partei einen Schritt weiter nach vorn gebracht. Unser Bundesvorstand hat zahlreichen Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landratskandidaten vor und auch nach der Wahl tatkräftig unterstützt und sie dabei auch mit ihrer Arbeit unterstützt. Am 24. August 2023 wurde Hannes Loth in Ragun-Jesnitz, Sachsen-Anhalt, zum ersten Bürgermeister unserer Partei gewählt. Und ich sage eines deutlich.
Hannes, du zeigst jeden Tag, wie Realpolitik auf kommunaler Ebene geht und vor allen Dingen, wie die Verwurzelung zwischen Amt und Bürger aussehen sollte. Am 17. Dezember wurde noch dazu Tim Noffner im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister von Pirna in Sachsen gewählt. Er ist zwar parteilos, aber angetreten für uns, für euch, für Deutschland. Auch hier vielen lieben Dank, lieber Tim Noffner. Und auch am 3. März diesen Jahres erzielte Rolf Weigand bei der Bürgermeisterwahl in Groß-Schirmer Sachsen im ersten Wahlgang starke 60%, liebe Freunde. Und das bei einer Rekordwahlbeteiligung von 74%. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Hannes, Tim und Rolf, ihr stellt die erste Regierung der AfD. Eure Arbeit ist der Keim zu etwas ganz Großes. Wenn ihr in den Kommunen, wollen wir regieren, zuerst in den Ländern und auch im Osten, dann im Westen und dann im Bund. Gemeinsam schaffen wir für Deutschland die Wende zum Guten. Ihr seid der Anfang für die weitere erfolgreiche Geschichte unserer Partei. Wir haben in den Umfragen vor einem Jahr die 20% bundesweit gerissen. Direktmandate in Westdeutschland waren auch hier schon in Griffweite. Ab Januar hatten wir dann mit einer beispiellosen Kampagne gegen unsere Partei zu kämpfen. Man will uns mit allen Mitteln davon abhalten, Machtsymbole Deutschlands auszuüben. Zuerst das angebliche Geheimtreffen von Potsdam, dann die Affären um unsere Europakandidaten Krah und Büstron. Die Berichterstattung war unfair und auch unverhältnismäßig. Und wenn ich überlege, welche Vorwürfe gegen die CDU-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen kursieren, Dutzende Milliarden Steuergeld für Impfverträge verschleudert, rechtswidrig SMS an die Pfizer-Chefs gelöscht. Das ist ein Skandal, den die Medien links liegen gelassen haben und sich lieber an der Opposition abgearbeitet haben. Das ist ein Skandal und daran sehen Sie, wie schief hier in diesem Land Berichterstattung auch im Wahlkampf läuft, liebe Freunde. Ja, und auch was wir im Bundestag fordern, nämlich seit Jahren einen Untersuchungsausschuss zu den Corona-Skandalen in den Landtagen von Brandenburg und Hessen haben wir solche Untersuchungsausschuss bereits ins Leben gerufen. Und daran sehen Sie, liebe Freunde, daran seht ihr, AfD wirkt. Wir sind der Zeit voraus und wir werden diese Aufgaben und diese Aufarbeitung auch in den nächsten Bundestag weiter voranbringen. Denn dieser Skandal muss aufgearbeitet werden. Das sind wir unseren Wählern schuldig, das sind wir unserer Bevölkerung schuldig. Diejenigen, die sich dort bereichert haben, die dort zum Unwohle Deutschlands ihre Politik betrieben haben, die müssen auch dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das darf niemals vergessen werden, liebe Freunde. Und wir haben es erlebt in den letzten Medienberichterstattungen, in den letzten Monaten. Ja, viele Kampagnen gegen unsere Partei waren ungerecht. Aber wir müssen als politische Kraft für deutsche Interessen immer mit solchen Kampagnen auch rechnen. Und deswegen müssen wir vorsichtiger und auch vorbildlicher agieren als unsere parteipolitische Konkurrenz. Wer Positionen vertritt, die dem Mainstream widersprechen, der muss zu 100% integer sein. Und zur Wahrheit gehört auch, durch unvorsichtiges und unprofessionelles Verhalten haben manche auch unnötig Angriffsfläche geboten. So gehen wir zwar zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Wir müssen aber in Zukunft drei Schritte nach vorn gehen, liebe Freunde. Das muss unser Ziel sein. Und ich sehe es hier genauso wie Alice Weidel. Wir müssen unsere Kandidaten künftig genauer ansehen. Auf dem Bundesparteitag in Magdeburg haben die Landesverbände ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Mehrheiten organisierten Graswurzelnetzwerke, Eignung oder Kompetenz waren nicht in jedem einzelnen Fall das entscheidende Kriterium. Wie in anderen Parteien, etwa der FPÖ, wird der Bundesvorstand die Aufstellung künftig enger begleiten. Im Sinne der Partei, im Sinne des großen Ganzen und letztlich auch der Landesverbände, liebe Freunde. Bei der Europawahl haben wir am 9. Juni 16% geholt. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden und haben von allen Parteien am stärksten hinzugewonnen. Der Bundesvorstand hat den Wahlkampf mit einer Kampagne und mit Plakatmotiven auch hierbei unterstützt. Richtig ist auch, wir hätten 20% holen können. Um zu erfahren, was einerseits optimal und wo wir andererseits nachbessern müssen, hat der Bundesvorstand eine Nachwahlbefragung bei INSA in Auftrag gegeben und sie ergänzt auch unsere Befragung zur Wählerschaft bei dieser Europawahl. Und
Wie sich zeigt, sind Wahlplakate nach wie vor das stärkste Werbemittel. Und zwar auch gerade bei Jungwählern. Unsere Kampagne wurde auch dabei gut angenommen. Allerdings hat die Hälfte unserer Wähler ihre Wahlentscheidung schon vor dem Wahlkampf getroffen. Und das liegt deutlich über dem Durchschnitt. Von den Wählern, die unsere Kandidaten wahrgenommen und dadurch ihr Bild von unserer Partei geändert haben, sagten allerdings auch 67%, ihr Bild sei schlechter geworden. Nur 9% sagten, ihr Bild sei besser geworden. Und deswegen muss der nächste Bundesvorstand über den Weg beraten, wie wir diese Werte auch verbessern. Wir brauchen eine gute Mischung aus etablierten Politikern und auch frischen, sympathischen Gesichtern. Im Zentrum aber steht immer unser Programm, liebe Freunde. Und worauf ich auch besonders stolz bin, die Mehrheit unserer Wähler hat uns aus Überzeugung gewählt. Das bestätigt, was ich schon lange sage. Wir sind einerseits natürlich immer noch Protestpartei, aber wir haben es bei den Bauernprotesten gesehen, wo wir eine breit angelegte Kampagne unterstützt haben. Dazu gehörten Großflächenplakate und Faltblätter. Auch da haben wir viele Punkte gerade bei denjenigen gemacht, die wertschöpfend arbeiten bei unseren Bauern. Das hat uns auch viele neue Wähler zu uns gebracht, liebe Freunde. Und wir sind andererseits natürlich auch Programmpartei. Unser Programm heißt interessengeleitete Politik. Interessengeleitete Innenpolitik, interessengeleitete Außenpolitik und Europapolitik im Interesse der Bürger. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Bundesprogrammkommission bedanken. Auch das ist ein Gremium, was an Wochenenden tagt, teilweise unbeobachtet. Ich möchte mich recht herzlich bei den beiden Vorsitzenden Albrecht Glaser und Ingo Hahn für die hervorragende Arbeit bedanken. Eure Kommission ist die Herzkammer der Partei. Auf euer Urteil kann man sich verlassen. Vielen Dank. Und auch im Europäischen Parlament bilden sich derzeit neue Fraktionen. Wir haben heute darüber schon teilweise gesprochen. Alte Fraktionen gestalten sich um. Jetzt will im Übrigen auch der frühere Ministerpräsident Tschechiens Babiš eine neue Fraktion errichten. Also alles ist im Umbruch. Die polnische PiS-Partei ist unzufrieden mit Meloni. Es sortiert sich auch dort vieles neu. Und dieser Sortierprozess, der kann sogar noch einige Jahre dauern. Vielleicht wird er erst nach der nächsten Europawahl abgeschlossen. Auch unsere Delegation befindet sich in Gesprächen für eine neue Fraktion und ich möchte dem Ergebnis nicht vorgreifen. Vielleicht kann dazu und wird auch dazu die nächsten Stunden und vielleicht die nächsten Tage unser Delegationsleiter dazu auch berichten. Klar ist aber auch eins, und das will ich auch deutlich sagen, wir wollen keine Melonisierung, liebe Freunde. Wir bleiben die Partei für Frieden und Souveränität. Wir brauchen aber auch weitere Professionalisierung. Im Wahlkampf ist unser Logbuch das Parteiprogramm, und zwar nur das Parteiprogramm. Und eine Partei wählt Kandidaten, damit sie den Parteiwillen auch vertreten. Unser Grundsatz gilt dabei, zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person. Und ich sage Ihnen ehrlich, ganz persönlich hätte ich bevorzugt, ja, in der ID-Fraktion zu bleiben, bis eine alternative Fraktion auf festen Füßen steht. Für mich als Parteichef stehen dabei Sicherheit und Stabilität an vorderster Stelle. Und genau deswegen habe ich in Florenz und auch in Lissabon an Veranstaltungen der ID mit Überzeugung teilgenommen, um auch unsere Position der deutschen AfD dort kundzutun und auch dort aufzutreten. Und zwar auch richtig. Aber den Austritt aus der ID-Partei trage ich auf diesem Parteitag ebenso überzeugt mit. Wir dürfen nämlich nicht dulden, dass man sich von Frankreich oder Italien aus in unsere Angelegenheiten einmischt. Ebenso wenig wie wir uns auch nicht in andere Angelegenheiten unserer Partner einmischen. Vielleicht war der Eintritt in die ID-Partei auf dem Parteitag in Magdeburg übereilt. Es soll uns vielleicht auch eine Mahnung sein, wir dürfen uns bei unseren Entscheidungen nicht immer oder häufig von Enthusiasmus eines Parteitages leiten lassen. Wir müssen die langfristigen Folgen, die Gefahren wohl besser abwägen und wenn wir uns nicht sicher sind, dann bleiben wir lieber beim Bewerten. Das gehört sich für eine konservative Partei. Vor 2 Jahren diskutierten wir in Riesa über Mitgliederzahlen. Und ich will Ihnen zum Schluss die frohe Kunde mitteilen. Und darauf können wir alle, vom Kreisverband bis zum Landesverband bis zum Bundesverband, sehr stolz sein.
Seit 1. Januar 2023 hatten wir knapp 22.000 neue Eintritte bei 4.000 Austritten, liebe Freunde. Das ist ein Zuwachs von 17.723 Mitgliedern in nur anderthalb Jahren. Wir haben aktuell 46.881 Mitglieder, inklusive Förderer sind es 48.234. Bei allen Schikanen, die man als Mitglied der Alternativen für Deutschland über sich ergehen lassen muss, ist das ein absolut sensationeller Wert. Und ich heiße alle neuen Mitglieder an dieser Stelle herzlich willkommen in unserer Partei, für unsere Gemeinschaft zu arbeiten. Und ich sage auch eins, liebe Freunde, wir werden bis zum Herbst die 50.000 Mitgliedermarke überschreiten und werden weiter für unsere Partei mit diesen neuen Mitgliedern kämpfen. Vielen herzlichen Dank. Und wir werden gemeinsam Erfolge feiern. Wir helfen einander, wenn Mitglieder für ihr Engagement drangsaliert werden. Für Sportschützen und Jäger, die mit dem Entzug ihrer waffenrechtlichen Erlaubnis bedroht werden, haben wir auch hier eine aktuelle und aktualisierte Handreichung verabschiedet. Und auch Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst steht der Bundesvorstand bei. Die letzte Handreichung dazu haben wir am 26. März dieses Jahres versandt. Vergessen wir niemals, liebe Freunde, wir sind eine basisdemokratische Partei. Wir alle zusammen sind das höchste Organ der Alternative für Deutschland. Unser höchster Wert heißt Subsidiarität. Was auf unterer Ebene gehandhabt werden kann, darf niemals die obere Ebene an sich reißen. Die Kreisverbände sind ebenso frei wie die Landesverbände. Der Dialog von Kreissprechern und Landessprechern, von Landessprechern und Bundessprechern ist hierbei der Herzschlag unserer Partei. Und zur Unterstützung der Gebietsverbände haben wir auch hier ein Handbuch für die Parteiarbeit aufgelegt. Zur Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs im nächsten Jahr geben wir eine Anleitung für rechtssichere Aufstellungsversammlungen, damit wir auch hier geschlossen und gestärkt zur nächsten Bundestagswahl antreten können. Unser Motto ist Ordnung ja, Bevormundung nein. Essen hat die Partei 2015 dabei eine richtige Richtungsentscheidung vorgenommen. Nämlich damals stimmten die Mitglieder gegen Bernd Lucke und seine Versuche, genau die Partei so zu beherrschen, wie er es wollte. 9 Jahre später stehen wir hier und wir wissen, es hat sich harmonisiert. Wir sind basisdemokratischer, wir sind Subsidiarität, hat sich weiter ausgebaut. Und zum Abschluss möchte ich noch eins hier erwähnen. Ich möchte mich ganz recht herzlich auch bei unserem Ehrenvorsitzenden Dr. Alexander Gauland bedanken, der uns von dieser Stelle ich ihn herzlich grüßen möchte. Er ist auch heute noch als unser Ehrenvorsitzender auch für den Bundesvorstand, auch für die beiden Bundessprecher immer noch ein enger Berater und er hat auch diese Erfolge möglich gemacht. Lieber Alexander Gauland, viele Grüße von hier aus Essen für Sie. Alles Gute. Liebe Delegierte, liebe Parteifreunde, ich wünsche uns einen angenehmen und auch weiterhin erfolgreichen Parteitag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis dann.